Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Pookie. Schön, dass du wieder dabei bist und heute gibt's mal wieder eine Folge Brawl Stars. Wir sind auch schon direkt im Game und heute werden mal wieder Kisten geöffnet. Ich glaube, das ist das, worauf ihr auch am meisten Bock habt. Ja, Leute, ich habe wieder 20 Euro aufgeladen oder 21, keine Ahnung. Ich hatte hier noch eine Google Play Karte rumliegen mit 25 Euro und habe mir gedacht, yo, wir holen uns einfach mal wieder ein paar Gems und ich hole mir auch gleich das Angebot, das Sonderangebot und zwar die zwei Megaboxen für 109 Juwelen. Ist zwar auch ziemlich teuer, aber wenn man es vergleicht mit einer Box, man spart schon ein bisschen, um genau zu sein, 51 Juwelen. Lasst auf jeden Fall jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr Chest-Openings sehen wollt, weil ich meine, ich muss ja, ne, ich muss nicht, aber ich gebe hier immer ein bisschen Geld aus, denn Leute, ich will einfach endlich meinen ersten legendären Brawler bekommen. Ohne Scheiß, ich habe einfach noch keinen einzigen. Ich habe jetzt zum Glück schon mal den Mortis gezogen aus der normalen Brawl-Box, richtig lucky. Vielleicht passiert das ja auch mit einem legendären Brawler, kann ja sein, vielleicht Leon oder Crow oder keine Ahnung. Wäre auf jeden Fall ganz cool. Und wir werden noch diese Kisten hier öffnen. Ich würde sagen, damit starten wir auch. Also mit den kleinen Brawlboxen. Mal schauen, ob wir da vielleicht direkt Glück haben. Und ihr habt mir zahlreiche Tipps in die Kommentare geschrieben, woran man das eigentlich erkennen soll, dass es ein neuer Brawler ist. Und ja, irgendwie sollen dann 3 verbleibende Gegenstände drin sein. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Keine Ahnung. Ich habe echt keinen Plan. Wir werden es vielleicht ja heute rausfinden. Also nächste Brawlbox wird geöffnet. Jesse und Frank. So, dann die nächste. Hier 3 haben wir noch. Geht ja eigentlich klar. Let's go. Also wenn wir da wirklich... Mortis, nice. Hier mal. Das ist gut, weil Mortis will ich endlich mal upgraden, bevor ich den spiele. Wenn ich da wirklich einen legendären Brawler ziehe, Leute, das wäre echt heftig. Ich glaube, Stan ist das passiert. Grüße gehen raus. Crazy shit auf jeden Fall. Okay, letzte kleine Kiste hier. Letzte Brawlbox. 2 Items und Poco. Naja. Und Markenverdoppler, das ist auch ganz nice. Okay, dann öffnen wir noch diese große Box hier, die es gerade gibt. Oder die ich gerade am Start habe. 3 Gegenstände. Ich glaube, das heißt wieder keinen neuen Brawler. Aber ja, das stimmt auch tatsächlich. Ich glaube, hier müssen es dann tatsächlich 4 Gegenstände sein. Aber das sind jetzt so Tatsachen, die ich einfach in den Kommentaren gelesen habe. Und wo ich nicht sagen kann, ob das stimmt. Das müssen wir einfach erstmal überprüfen. Ich habe jetzt 377 Gems. Und ich würde sagen, ich hole mir direkt die Megabox, beziehungsweise davor habe ich hier noch eine andere große Box als Belohnung für 1600 Trophäen. Ich bin jetzt bei 1700, bin ja ein bisschen weitergekommen in den letzten Folgen jetzt so, deswegen kann man sich das auf jeden Fall mal geben. Finde ich cool, dass man da so ein paar Belohnungen bekommt, einfach irgendwie hat man dann so einen Reiz weiterzuspielen und besser zu werden. Okay, da war auch nichts Geiles drin und wir bekommen noch Münzen, die kann man sich natürlich auch geben, kann ich vielleicht einen Brawler oder so verbessern. Okay, dann würde ich sagen, schreiten wir jetzt zur Tat und wir holen uns erstmal 2 Megaboxen. Leute, das wird hier wieder ein Mega-Box-Opening. Ich verspreche es euch, das wird wieder mal richtig nice. So, tippe und wir bekommen 5 Gegenstände. Das heißt, glaube ich, dass kein neuer Brawler drin ist. Aber vielleicht irre ich mich da und es ist irgendwie trotzdem ein neuer drin. So, mal schauen. Nita 24 Mal. Mortis, geil, den kann ich upgraden auf Stufe 2. Piper 46 Mal kann ich auch upgraden. Und da war tatsächlich kein legendärer Brawler drin. Ja, ich meine, man bekommt ihn auch nicht so oft. Also ich kann es nicht erwarten. Das ist irgendwie logisch. Aber naja, wieder nur 5 Gegenstände. Mann, wenn das wirklich wahr ist, was in den Kommentaren steht, dann bekomme ich hier wieder keinen. Und ich glaube, das ist auch wahr. Frank und nochmal Piper. Schade. Okay, das waren jetzt die 2 Megaboxen. Wir haben aber noch Gems. Und ich würde sagen, damit holen wir uns auch noch ein paar Kisten. Aber erstmal mache ich jetzt mein Bull-Upgrade. Bull auf Level 7. Crazy. 480 Gold. Kostet das einfach. Jetzt habe ich einfach fast kein Gold mehr. Aber dafür haben wir den Bull auf Level 7. Kann man sich schon mal geben. Für den Solo-Showdown-Modus. Und den Mortis werde ich auf jeden Fall auch upgraden. Fehlen jetzt noch 8 Punkte für Level 3. Oder halt, oder Power 3. Ist ja auch egal, wie das heißt. Und hier nochmal 140 Coins für Piper. Okay. Jetzt sind wieder alle fast auf dem neuesten Stand. Bis auf die 2. Poco und so. Aber ich habe kein Gold mehr. Deswegen wäre das kritisch. Ich musste kurz den Kamera-Akku wechseln. Jetzt kann es aber weitergehen, Leute. Also, wir wollten noch ein paar Megaboxen öffnen. Ich habe mega Bock darauf, auf die Megaboxen. Oh shit, also ich bin echt gespannt. Vielleicht haben wir jetzt Glück und bekommen den legendären. Komm schon, tippe. Und es sind 5. Ich glaube, das heißt einfach direkt, dass nichts Neues drin ist. Aber vielleicht habe ich ja wenigstens Glück und bekomme Mortis ein paar Mal. Das wäre jetzt eigentlich mein Wunsch. Also, let's go, Mortis. Ah, Brock, alles klar. Brauche ich einfach mal gar nicht. Okay, naja, immerhin ein bisschen Bonus und ich glaube 2 können wir noch öffnen. Oh mein Gott, das war schon wieder so teuer. Das ist echt krank. Okay, 5 Gegenstände. Shit, ich glaube, das heißt wieder nichts Gutes. Komm, dann gib mir wenigstens Mortis. Gib mir Mortis, Frank 43 Mal und Mortis 50 Mal. Kann ich auf jeden Fall upgraden.
Ich würde sagen, dann spielen wir auch direkt in dieser Folge mit Mortis. Darauf habe ich auf jeden Fall Bock, aber aktuell macht er mir echt noch zu wenig Damage. So, dann weiter geht's. Die nächste Megabox und somit auch die letzte. Und da ist mein Akku auch gleich leer. Das ist überhaupt nicht gut. 5 Gegenstände. Ey, komm. Mortis nochmal 10-mal. Bull 12-mal. Pam. Leute, das war wieder so teuer. Und wieder kein neuer Brawler. Wieder kein legendärer. Leute, wie viel Boxen muss ich denn eigentlich noch öffnen? Aber dafür echt gute Boni und auch relativ viel. Also 6 Tickets ist schon nicht schlecht. Okay, wir haben noch Gems für eine große Box. Komm, dann ziehen wir halt hier einen legendären. Let's go. Let's go. Das wird einfach mal gar nichts. Dynamike und ein eigenes Ticket. Okay. Naja, okay, dann würde ich sagen, Mortis wird jetzt erstmal geupgradet. Sollten 2 Upgrades drin sein. Und ja, da ist er auch schon auf Level 4. Ich glaube, so kann man damit jetzt echt schon ein bisschen umgehen. Jetzt macht er 920 Damage. Ich glaube, bei Level 1 war der auf 800 Damage. Das war, also ist schon, das macht schon was aus, ne? Das ist ja nicht so ein ganz kleiner Unterschied, sondern ja, eher ein großer Unterschied, würde ich schon behaupten. Ich würde sagen, wir starten auch schon direkt in die erste Runde rein. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, lasst doch mal ein kostenloses Abo da. Und Leute, wenn ihr mehr Brawl Stars sehen wollt, vielleicht habt ihr die Folge noch nicht gesehen. Ich habe eine Playlist, die könnt ihr jetzt beim i abchecken. Einfach mal raufklicken und dort könnt ihr dann die Brawl Stars Playlist abchecken. So, und jetzt spiele ich das erste Mal irgendwie richtig mit Mortis, mit einem mythischen Charakter oder Brawler. Und ich habe schon mal total reingesackt. Wow. So, Runde Nummer 2 mit Mortis. Okay, also eine Kiste, Digga, der braucht so lang, um eine Kiste zu töten. Also am Anfang braucht er, glaube ich, insgesamt dann 7 Schläge. Das ist schon ein bisschen viel. Das dauert halt ziemlich lange. Und jetzt, also das ist wichtige Zeit, die man eigentlich verschwendet. Deswegen ist es halt einfach geiler, weil man den schon ein bisschen besser gelevelt hat. Aber ich denke mal, sobald er irgendwie, boah, lol, sobald er mehr Energie hat, dann kann der echt gut abgehen. Und oh mein Gott, Alter. So, Crow getötet. Nice. Er hat mich zwar vergiftet, aber ich habe ihn getötet. 2 Kills habe ich schon mal. Also es geht. Nee. Oder nicht? Was laber ich für 2 Kills, Alter? Ich bin irgendwie auch besoffen. So, nee, einen Kill natürlich. Und jetzt laufen wir hier einfach mal durchs Feld durch. Das ist total riskant, weil hier wahrscheinlich alles voll sein wird. Da ist tatsächlich wer. Oh mein Gott. Alter, wie schnell ich einfach tot bin. Ich habe no chance. Ich weiß nicht, was mit Mortis los ist. Mortis, das geht ab, aber immerhin plus 3 Pokale. Naja, das, was man halt irgendwie feiern kann, wenn man irgendwie attackiert, der springt halt einfach die ganze Zeit rum. Das heißt, er ist zum Beispiel gegen solche Leute gut, die dann irgendwie nur in eine Richtung schießen können, wenn sie attackieren. Und das ist auf keinen Fall Bull. Gegen Bull hat er, glaube ich... Ey, komm, Alter, das ist so lächerlich. Dieser Bull, Alter, was ein kleiner Go. Ich meine, ich habe hier als Mortis gar keine Chance. Ich meine, es ist immerhin ein mythischer Charakter oder Brawler, aber so gut ist er halt tatsächlich gar nicht. Okay, hier kann ich tatsächlich einfach mal abstauben. Zumindest probiere ich es mal. Ja, wenn das halt funktionieren würde, ne? Ey! Okay, Leute, neue Taktik. Ich weiß gar nicht, macht der Single Damage oder könnte der auch 2 Kisten gleichzeitig attackieren? Ach, das ist dann aber wiederum geil. Das ist echt geil irgendwie. So, bevor der mich jetzt noch tötet. Ey, das hasse ich halt, ne? Das ist so schlimm. Oh mein Gott. Ey, es ist so lächerlich, ohne Witz. So, noch ein Try. Wir müssen, glaube ich, einfach mal am Anfang gut Energiepunkte sammeln, ohne zu sterben. Dann hätten wir eventuell auch eine Chance, aber ich bin halt direkt tot. Ich habe nicht wirklich viele Leben und mache einfach viel zu wenig Schaden, dass ich es irgendwie anlegen kann am Anfang gegen irgendeinen stärkeren Gegner. So, da kommt schon die Shelly abstauben, feiere ich. So, erste Kiste ist schon mal kaputt, zweite Kiste ist auch kaputt und jetzt kann ich hier auch mal abhauen. Oh man, okay, 2 Energiepunkte habe ich schon mal. Dann holen wir uns hier direkt die nächste, jetzt macht er auch schon einigermaßen guten Damage. Ich gehe da nochmal eine Runde, whoop, dass ich einfach mal meine Attacken auflade und dann hole ich mir die Kiste hier. Okay, das geht dann schon relativ schnell so, ne? Also den könnte ich zum Beispiel jetzt auch einfach so racken. Ein Shot noch, komm. Und ja, den habe ich. Okay, jetzt habe ich Mortis so ein bisschen verstanden. Man muss halt einfach am Anfang ein bisschen Energiepunkte sammeln. Man hat nicht wirklich Chancen gegen solche Tanks am Anfang. Aber wenn man denen dann eventuell überlegen ist mit diesen Punkten, dann kann es schon gut abgehen. Und vor allem hier im Feld ist er, glaube ich, echt gut. Weil die Gegner sehen dich erstens nicht, wenn du so rumläufst. Und zweitens, wenn jetzt einer in irgendeine Richtung schießt, so, dann ich jump die ganze Zeit um den rum. Das heißt, der hat nicht wirklich eine Chance und ich bin schon wieder tot. Tut mir übrigens leid für die ganzen Pros, die jetzt hier schon weinen hinterm Bildschirm, dass ich so kacke bin mit Mortis. Aber ich spiele den, wie gesagt, gerade zum ersten Mal hier in dieser Folge. Komm, jetzt hole ich einfach mal einmal eine gute Runde hier raus. Let's go. Mal schauen. Da kommt direkt Poco. Schau, gegen Poco, gegen den hätte ich zum Beispiel auch eine gute Chance, weil der schießt halt dann eher in eine Richtung. Und wenn ich so um den rumjump ein bisschen, dann kann das, glaube ich, schon ganz gut abgehen. So. Jetzt will er sich natürlich erstmal den Energy Point snacken. Okay, ich habe mir den Punkt geholt. Und jetzt, komm, jetzt attackieren wir mal Poco. Mal schauen, ob ich eine Chance habe.
Okay, er hat alle seine Attacken aufgebraucht und ich habe ihn. Okay, also gegen Poco, ja, geht da echt gut klar, muss man sagen. Gegen Tanks, naja, hat man nicht wirklich eine Chance, muss ich ehrlich sein. Aber ich werde auf jeden Fall besser und kann hoffentlich bald auch mal mit Mortis umgehen. Und vielleicht ziehe ich ja endlich mal einen legendären Brawler. So, jetzt erstmal ab ins Feld hier. Gegen Dynamike habe ich wahrscheinlich auch gute Chancen. Solange er mich nicht die ganze Zeit voll spammt mit seinen Dynamitstangen. So wie er es jetzt gerade gemacht hat, ja. So, Dynamike, komm her. Ich habe gar keinen Bock auf dich, aber egal. Das Ding ist, man kann es halt so gut predikten, wo er das hinwirft. Und kann die halt einfach so gut dodgen oder halt den Dynamitstangen ausweichen. Aber trotzdem komme ich nicht dran an den Dynamike. So, jetzt würde ich... Okay, komm jetzt aber. Okay, jetzt sollte ich ihn haben. Hä? Okay, die Ulti habe ich jetzt auch zum ersten Mal gesehen, aber oh mein Gott, warte, das ist ein 1 gegen 1 gegen Piper. LOL! Also, keine Ahnung, was das gerade war. Manchmal funktionieren die Attacken nicht, vor allem wenn da neben solchen Fässern ist. Das ist ultra komisch, aber wir haben die erste Runde gewonnen. Alter, geil. Mortis. Okay, also jetzt. So, ich meine, die Ulti finde ich echt geil. Sonst ein bisschen komisch, muss ich ehrlich sagen. Ist nicht so mein Favorit, aber naja, werde ich bestimmt hin und wieder mal spielen und auf jeden Fall ein bisschen hochleveln. Okay, dann würde ich sagen, Leute, das war's jetzt hier mit dieser Folge. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe ein bisschen verkackt mit Mortis, muss ich ehrlich sein. Aber naja, immerhin haben wir einmal einen Sieg geholt und ja, wir können noch hier eine Brawlbox öffnen. Let's go, jetzt ein legendärer. Das wäre so ein geiles Ende, sage ich jetzt mal für die Folge. Mein Internet geht nicht. Okay, nee, das ist nichts Neues. Zack, El Primo und eigenes Ticket. Immerhin ein eigenes Ticket. Kann man sich ja schon mal geben. Startet ja jetzt das Robo-Rumble-Ding bald. Wenn das Video online kommt, dann wahrscheinlich eh schon. Dafür werde ich das auf jeden Fall gebrauchen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein kostenloses Abo da. Und am Ende könnt ihr jetzt noch die Brawl Stars Playlist abchecken. Ich habe ja schon ein paar Kisten geöffnet für ein paar 100 Euro. Ne, okay, es waren 150 Euro, glaube ich, bisher. Checkt es auf jeden Fall ab und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao. Yeah, flexing with the bill, roses in my wallet and I'm flexing it for real. Racks and racks and racks, I look like rookie of the year. Frontin' with the cash, it's getting moody over here. Hundreds on my bed, sexin' with the bill, roses in my wallet.